Dije, registrarme el IP. Und wenn er trotz des Fehlstarts des zweimaligen Befahrens der Joker letztlich eine Vorlaufgruppe noch gewonnen. So, zweiter Startversuch. Jetzt hat es funktioniert. Wieder Monique mit dem besten Start. Ja, so wie gestern. Reagiert er ausgezeichnet. Warum man gleich mal schlecht losgekommen. Der Maxi ist weiter, sehr vorsichtig, sehr vernünftig gehen Sie da zu Berge. Die Monique wird sich freuen wie ein Schneekönig. Ich bin in Führung, das ist wie gestern. Also, der beste Start hingelegt, aber es hat sich nicht lange hingelegt. Jetzt fährt sich schon mal bald eine halbe Runde. Ja, der Maxi weiß, dass er zweimal Joker muss. Die Monique gute Karten. Eine bessere Platzierung als im ersten Vorlauf zu schaffen. Bin ich gespannt, wie es da durch die Schikane durchgeht. Ja, schaut nicht schlecht aus. Nur nicht über die Kerbs, weil auf den Kerbs ist sicherlich sauklar, da bin ich mir ganz sicher. Maxi in Joker Runde 1. Ja, jedenfalls kommt der Roman Kretschmer, glaube ich, der Monique schon ein bisschen näher. 1,66 Abstand. Diese Runde schauen wir uns das mal an, wie sich dieser Abstand entwickelt. Ja, Bilder darfst du dir können leisten. Und vom Gas auch nicht allzu viel. So, jetzt ist er da. Aus. Probieren wir es jetzt einmal in der Roman Kretschmann vorbeizugehen. An der Monique. Monique bleibt innen. Damit macht es dem Roman schwerer. Weil er den weiten Weg zu fahren hat. Reicht es für den Roman Seite an Seite. Jetzt wird er da. Oh ja, da war gut, muss ich sagen. Ist am Gas geblieben und vorbeigezogen an der Monique. Ein schönes Manöver, fehlerlos gemacht. Trotz der äußeren Fahrlinie hat er es gepackt. Monique fährt gleich in den Joker Lab. Warum auch nicht? Nichts dagegen hat der Max muss auch nochmal. Leider durch die Joker Lab. Leider für ihn. Gut für den Roman. So, wir schauen, wie groß der Vorsprung von Roman Kretschmer ist. Ja, 6,2 Sekunden. Wir haben gestern etwa festgestellt, dass 3 Sekunden möglicherweise nicht gab man Vorsprung. Wenn man in den Joker-Lab zu fahren hat, 4 Sekunden hingegen sollten möglicherweise erreichen. So in der Größenordnung in etwa. Was den Mindestvorsprung anbelangt, sollte man haben, um in Führung zu bleiben. Ja, man rastet sich langsam heran. Man sieht, ja. Okay, kann man nicht mal vor sein, ansonsten kann man schon auf die Tube drücken. Machen das sehr, sehr vernünftig. Alle drei Akteure. Jetzt ist der Roman Kretschmer in der Joker-Lab und so macht das fehlerlos bislang. Im offenen Bereich hat man sicherlich das kleinere Problem. Da ist es genug zu vorhanden sein. Und es wird natürlich zusehends besser. Auch die Asphaltpassagen werden dann langsam auftieren, dank der Sonne. Und das stetig drüber fahrens und das Grip-Niveau steigen. Rundzeiten 1-2, 1-3. Das war gestern auch nicht viel schneller. Vor allem mit der nächsten Startgruppe dürfen wir dann die etwas schnellere Abwartung erwarten. Mit den beiden, mit dem Meister und dem Vizemeister, die im nächsten Rennen dran sind. Ansonsten haben wir in dieses Vorlauf Positionen. Fünf Fokus zu sagen, wo man jetzt schon mal vorbei schon mal einen richtigen Schaden versteuert hier. Seinem Vorlauf sich entgegen. Die erste Runde des heutigen Tages absolviert. Der Maxi hat leider den Griff ins Klo gemacht mit dem Frühstart. Somit haben wir die erste Richtzeit. Die lautet 4:19,89 für den Sieger Roman Kretschmer. 8,7 Sekunden dahinter ist die Monique. Schadenhofer mit 28, 5, 9.